Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Wir testen heute eine Widerstandsdekade von PikTek 3280. Die lässt sich von 1 Ohm bis zu 10 Megohm stufenweise, ohmweise einstellen. Und es ist natürlich interessant zu wissen, wie genau diese Widerstandsdekade funktioniert. Dazu habe ich eine 4-Wire, eine 4-Kabel-Widerstandsmessung eingerichtet, also mit Kabeln, die den Kabeleinfluss eliminieren, sodass ich eigentlich am Anschluss der Widerstandsdekade 0 Volt habe und die Länge der Kabel eigentlich keinen Einfluss hat. Das ist die 4-Wire-Methode. Und ich werde mal von einem zum anderen Schalter gehen, mal 10 Kilo verschiedene Widerstandswerte einstellen und auf dem Multimeter schauen, was da herauskommt. Als erstes stellen wir die Ohmwerte auf 0, indem wir nur noch relativ messen. Das ist eigentlich 0 und jetzt stellen wir mal 1 Ohm ein an der Widerstandsdekade und das gibt ziemlich gut 1 Ohm, das ist gar nicht so schlecht. Dann 2 Ohm dazu, also 3. 3 Ohm dazu, das wären eigentlich dann 6. Stimmt alles recht gut. Wieder auf 0 zurück und mal 10 Ohm dazu geschaltet. Alles ein bisschen im tiefen Bereich, hier sind wir schon ziemlich daneben. Ich muss jetzt schon 1 Ohm dazu schalten, aber es stimmt dann auch nicht. Dann vielleicht mal 100 Ohm, stimmt wieder recht gut. Dann vielleicht 2 Megohm, auch ja einigermaßen. Dann 3 Megohm, genau, auch sehr, das ist wiederum sehr gut. Sobald man kaskadiert, also ich habe jetzt 3 Ohm plus 2 Ohm und dann noch 1 Ohm dazu, dann wird dann 6, sollte eigentlich 6 Ohm sein. Und jetzt die 4 Ohm dazu, da sind wir auf dem Maximalbereich 10 Ohm. Da sind wir doch schon 200 Ohm daneben. Also von Genauigkeit kann da nicht gesprochen werden. Dann wieder zurück. 300 Ohm, irgendein anderer Wert. Wieder relativ gut. Also bei tiefen Werten scheint es einigermaßen zu stimmen. 2 Kilo. 20 Kilo. Ja, gut. Auch ein bisschen tief. 10 Kilo. Alle ein bisschen tief. Die Megas dann eher ein bisschen hoch. Also ein Mega stimmt zum Beispiel. 1 Ohm ist auch, ja gut. Also die Toleranzen sind doch recht groß. Das Teil kostet ja auch nicht alle Welt. Also für irgendwelche Demos reicht es allemal. Aber für genaue Messungen sicher nicht unbedingt geeignet. Schönen Dank für den Blick ins Labor und bis bald.